Die Landesregierung legte kürzlich einen Nachtragshaushalt vor. Aufgrund der Corona-Krise müssen neue Kredite aufgenommen werden. Wir brachten viele Vorschläge ein, von denen wesentliche Ideen übernommen wurden. Uns ist es gelungen, Schwerpunkte für ein besseres Leben und Lernen in unserem Land zu verankern. So wollen wir Schulen mit 100 Millionen Euro unterstützen. Das kostenlose Azubi-Ticket vorantreiben. Sowie Langzeitarbeitslose fördern und weiter qualifizieren. Dennoch ist der aktuelle Haushalt kein Grund zum Feiern. Die Neuverschuldung ist so hoch wie noch nie. Unsere Lösung? Eine Vermögenssteuer, die Superreiche zur Kasse bittet. Denn nicht die Supermarktkassiererin soll die Krise bezahlen, sondern der Großaktionär, dem der Supermarkt gehört.